Hey! Willkommen zurück Na? zu Let's Play Go Vacation für die Switch. Guck mal, der Typ hat auch schon richtig Bock. Da muss ein Adler. Warte kurz mal! Nicht jetzt irgendwie. Warte. Oder man kann Tiere fotografieren, aber wahrscheinlich müssen wir das auch noch lernen. Eine Kamera. Ich habe ein bisschen drauf eine Kamera. Hallo, stehen geblieben! Ich kann Kamera. Wie hast du es Jetzt. gemacht? Linker Stick. Ah, hä? Geht vielleicht in gewissen Positionen nicht, wenn man vor der Wand steht oder so. Nee. Hey, nice. Das ist jetzt für uns beide oder nur für mich? Keine Ahnung. Ich hoffe für uns beide. Komm, start das Spiel. Boah, die Steuerung ist echt ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also für die Wii ist wahrscheinlich gut, aber jetzt mit so einem Controller, das, naja, passt schon. Ha, du hast also bereits das gesamte Resort gesehen. Ja, safe. Ich habe in dem Resort einige Andenken verloren. Ich würde sie gerne suchen gehen, aber in meinem Alter ist das nicht so leicht. Du siehst energiegeladen aus. Könntest du die Andenken für mich suchen? Das wäre ganz toll. Du musst den älteren Menschen helfen, weißt du? Also geh los und fang an. Ich glaube, das ist kein Minispiel, wofür es einen Stempel gibt, aber mach einfach Stufe 1. Ich glaube, das ist so ein. Finde das alte Blechspielzeug. Kleinen Hübi am Sonnenschein dran. Hahaha, danke für die Hilfe, Arsch. Ich kann mit Transport bitte gehen, schwimmen. Jamie, ey. Wer ist Jamie? Ja, das ist halt kein Minispiel. Naja. Und ja, vielleicht machen wir das vielleicht noch nicht. Mit Internet. Mit Internet. Ah, wir entspannen. Ganz Wir schnell können doch gerade mit abknabbern. jemandem reden. Wenn du nicht So, traust. jetzt schön offen. Geparkt. Ich fahre mal jetzt ein bisschen weiter. Passant mit Infos. Ich finde Countdown ist immer so ein bisschen nervig, aber naja, wir wollten ja unbedingt das Na. weiterspielen. Vor 1500 Jahren ist der Shanghara ausgebrochen und hat auf den anderen Hungersnot ausgelöst. Die großen Schamanen, alles klar, und jetzt kommen ich, haben die Marinus-Ruinen erbaut, um die Berggötter zu besänftigen und ein inselweites Versteckspiel ausgerichtet. Wer als letzter gefunden wurde, wurde als Held verehrt und mit großen Schätzen belohnt. Du kannst Teile der Ruinen erforschen, schau dir die also mal an. Was haben wir gemacht, natürlich. Ich warte nur auf, dass Jamie irgendwann mein Quad klaut. Darf ich da raus? Ach ne, das ist ihr Quad, Entschuldigung. Ich hab ja meins ja hier geparkt, ich Idiot. Die Frage wäre, es gibt ja noch keine anderen Minispiele, weil man die wirklich in Reihenfolge machen muss. Vielleicht? Und wenn man da so ein bisschen rumdümpeln, ist ja auch, keine Ahnung. Ich kann mal rückwärts. Weißt du, das ist bei den anderen So. drei Resorts finde ich das Rumdümpeln cooler. Also das ist ja hier noch am lamesten tatsächlich, also einfach so Bock haben und rumfahren so ein bisschen, ne? Da ist was, ich habe was gefunden. Ist auch cool, wenn Spiele besser werden. Fotografie. Ja, hier ist eine Fotografie und oben ein Schatz. Und ein Tier. Wahrscheinlich lernt man da die Tierfotografie. Ja komm, dann mache ich das mal. Jupp. Hier chillt auch irgend so ein Tier rum. Ich glaube das gleiche, oder? Ja. Ich überfahre das mal. Finde ich gut. Geht nicht. Ich freue mich auf die Bergziegen. Okay. ist das ein Minispiel? Weiß nicht. Das ist ein Foto. Das ist quasi Deppen, das nehme ich. Ich gucke mich gar nicht an, Jamie. ja. Wir speichern immer ab, wir Ballermeier. wählen den Speicher voll. Yes. Können aber ab und an mal aus den Screenshot-Taste drücken. Ich habe immer noch meine ganzen Mario Odyssey Screenshots da drin. Auch deine aus Versehen Ring Fit Adventure Screenshots. Vielleicht sind da noch ein paar. Ich glaube, ich habe irgendwann mal welche gelöscht. Aber. Gut, schön gemacht. Sag einfach Bescheid, wenn du ein Foto machen möchtest. Ja, danke schön. Gibt's für einen Stempel? Nö. Nö. Aber wir dürfen wieder Quad fahren. Ich glaube, ich werde Jamie gleich mal ausladen. Ich habe keinen Bock mehr auf die. Warum nicht? Ich kann mal Minispiel mit dir spielen. So, hier ist ein Schatz. Da oben. Aua. Hier oben war der, glaube ich, Der oder? Steuerung. Gönn dir. Oh, das ist doch eine Brücke. Kannst du rüberfahren. Ich fahr mal irgendwo lang. Da kannst du einfach mit jemandem reden, tatsächlich. Hier war irgendwo. Ja, Da das ist. oben war der. Bin jetzt wieder Sparks Minispiel. Ah, ich seh das Minispiel. Also das Foto halt. Boah, diese Bildschirmeffekte. Oh, ich bin voll über so ein Viech gefahren. Ja, hier muss es lang. Glaube ich. Ja, rückwärts fahren. Kann ich hier hochfahren? Oder ist das eher schwierig? Ich laufe. Ich Cooler laufe. Trick. Ich glaube, das Einzige, was noch unangenehm ist als Laufen, ist mit dem Fahrzeug fahren.
Monster Stunt! Ja, komm, ich will den Schatz noch und dann. Ja, haben wir eigentlich schon gut umgeschaut, würde ich fast sagen, ne? Oh, Jamie, moin. Ja, bald mal nächstes Minispiel. Ja. In jeder Folge ein Minispiel. Ja, du bist ja schon da, ne? Da kannst du, lass mich kurz den Schatz. Ja, stimmt. Dann ich bin einfach random gefahren. Lass mich mal kurz den Schatz aufheben und dann können wir das Minispiel machen. Mhm. Weil wir. Ja, nee, das ist. Es war irgendwie am Steg, meint die Frau am Schalter. Ist wahrscheinlich hinten irgendwo. Vor allem, wir hätten in der ersten Folge ein Minispiel gemacht. Angeln, ja. Oder, nee, das andere war, das ist, was blinkt das als andere? Oh, falsch im Springen. Ja, gesagt, ja. Aber ja, wir wollen jetzt mal in der Folge ein paar mehr Minispiele schaffen. Ja. Und ja, es gibt doch ganz, ganz viele verschiedene Sachen, die man halt erkunden kann. So Orte erkunden. Wir kriegen das so ein bisschen hin. Zisch. Bio-Zisch, wohlgemerkt. Ich hab auch Zisch. Ich krieg das nicht auf. Oh, what the fuck? Mit Zähne, ne? So. Wir haben's bald. So, jetzt warten wir auf das, Nein. Was? Jetzt nochmal öffnen. Prüfen so. Was war da nochmal drin? Ach ja. Ich hab hier, Guarana-Cola, weil ich müde bin. Hm. Das trinke ich ja auch schon um 5:30. 5:30 schon, bald ins Bett. So. Fallschirm. Was geht, Bruder? Wird scheiße. Okay. Okay. Man muss nur abspringen. Ups, habe ich dich erschreckt? Ich wusste nicht, dass jemand in der Nähe ist. Tut mir leid. Ob du es glaubst oder nicht, ich bin der Pilot. Ich breche gleich zu einem weiteren Flug auf. Und wow, ich freue mich schon richtig. Möchtest du auch Fallschirm springen? Es erfordert viel Mut, aus einem Flugzeug zu springen. Aber der Rest ist leicht. Einfach fallen lassen. Haha. Vielleicht soll man auch den Fallschirm öffnen. Fülle jeweils den Umriss aus und schließe 10 Informationen ab. Hm. Controller, wir können aber auch Controller neigen, aber man kann auch den Stick benutzen, oder? Das eine ist bewegen, das andere ist drehen. Also wahrscheinlich musst du wirklich bewegen. Ja gut, kriegen wir schon hin. Gyro-Steuerung. Hast doch Breath of the Wild gespielt, solltest du auch hinkriegen. Das ist... da auch Mert und unsere Freundin dabei, ne? Mhm. Nee, irgendwie nicht. Oder doch? Ich glaube, die eine ist das, oder? Oh Junge, wo bin ich? Da oben. Okay. Got it. Ah, genau, bewegen ist halt zu drehen. Oh. Hilfe! Sorry. Wie geht das? Wie geht das? So. Du hast einfach dein Gerät halten, ne? Und dann. Ich hatte halt Glück, dass ich mich nicht drehen musste. Ja, ein bisschen. Aber den Rekord zu brechen wäre schon ganz cool, ne? Ja. Ah. Ja, so ganz vorsichtig und dann kannst du auch durch, ja. Okay. Klasse. Tempobonus! Wenn das ja da wird, er fährt. Tempusbonus. Komm her, du schaffst das. Ausgezeichnet! 10 Stück müssen wir schaffen. Scheiße. Ich glaube, 10 Stück ist das Maximum, was es einfach gibt. Oder? Keine Ahnung. Ha, erster. Ist das ein Contest zwischen uns beiden? Fass mir nicht an die Schenkel. Schon hart. Danke. Das mache ich jetzt auch immer übrigens. Das ist auch ein ziemlich langer Fall, ne? Irgendwie schon. Fall überhaupt? Ja, die Textur da unten nähert sich langsam, diese eine. Okay, gar nicht drehen. Gar nicht nötig. Oh, der Kock! Was ist das denn? Flop. gefällt dir die Aussicht? Ja? Guck mal, da hinten sehen wir auch schon die Stadt- und Bergresort. Spoiler! Oder Schneeresort, besser gesagt. Schnee und Berg ist was anderes. Auf manchen Bergen liegt ja auch Schnee. Cheater. Easy. Perfekt. Haben wir schon 10? Ich weiß nicht. Wir sind irgendwo gerade auf dem Boden. Na komm, oh, Hilfe. Oh, das ist. Ah, okay. Dann war das letzte. Also, was wir schaffen können. Oder müssen wir die machen, bevor wir überhaupt uns retten dürfen? Okay, jetzt schaffen wir noch. Oh, nicht. Okay, die darf man nicht mehr. Okay, das verstehe ich.
Ich aber, ich hab mich. Tschüss. Händler rollen. Tot. Geschafft! Gerade so. Schuld. Nein. Mensch, wir haben gleich viele Punkte. Level 1 haben wir abgeschlossen. Ja, es gibt da verschiedene Rennen. Ja, wir machen erstmal alles. Einmal und danach. Gucken wir mal, was passiert. Lust zu protzen? Neider garantiert. Ja, verpasst doch einen. Die können wir nicht mal anziehen. Das ist die Frage. Wo ist Laub da beim Schalter? Können wir da, glaube ich, was auswählen? Jetzt hast du auch das Fallschirmfieber und ich habe dir diesen Sport vorgestellt. Ach, bin richtig stolz auf mich. Leon, Max, das ist ein beachtlicher Rekord. Weiter so. Okay, Rocco. Das ist echt Rocco. Noch 18 bis 20 heißt. Bei 20 passiert auf jeden Fall irgendwas. Kann sein, dass wir dann das Willengelände freischalten, aber es ist... Keine Ahnung. Credits oder so. Und jetzt zum Kawaii-Sternstempel-Sprint. Als nächste Aktivität schlage ich vor. Beachvolleyball! Die Spiele finden auf dem Beachvolleyballplatz am Sonnenscheinstand statt. Ja, viel Glück. Fahren oder schwimmen? Ich hab einfach mal gedrückt, ne? Wir müssen mit dem Quad im Wasser werden direkt. Wir können auch kommen. Wo bin ich? Wir machen einfach direkt das Minispiel hier. Was? Angeln. Ist das auch ein Minispiel? Aber wir sind halt direkt hier, ne? Ich glaub, wir können uns am Schalter umziehen. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Och, geh da runter, du voll busige Frau. Voll. Kann ich den Timer skippen, indem ich direkt da komme? Nein. Ach, Mann. Das Freunde war nicht da. Wie heißt die nochmal? Spieler 3? Jamie. Jamie Fox, okay. Was erschreckst du mich denn so, Schülerin? Ich stellte gerade meditiert meine Sinne für den Kampf mit den ungeschöpften Ungetümen. Du möchtest deine Künste zeigen? Sei gewarnt, die Fische hier sind haarig. Okay. Das Schlachtfeld ist nur der ist nur der rote wahre Meister vorbehalten. Wir warten hier, Jamie. Und sie wurde ausgeladen. Jetzt Jamie wartet nur. Einführung 3. Ich glaube, das ist halt auch kein Minispiel, sondern halt eine Aktivität, ne? Ja, okay. Ja, können wir trotzdem mal machen, ne? Dann können wir mal so gucken. Also hier gibt es anscheinend so Katalog. Also so mit meinem Katalog. Und halt hier die Herausforderung, die man halt irgendwie machen kann. Ja, wir zeigen es erstmal. Punkt. Wo steuere ich das überhaupt? Wettersteuerung? Ah, mehr große Auswahl. Ja, die Bewegungssteuerung halt. Ah, du hattest keine Bewegungssteuerung machen, du Loser! Hä, warum nicht? Weil du einen Pro-Controller hast, der nicht entscheiden kann und der nicht weiß, ob der Dings kann. Ja, können wir machen, eine komplette Steuerung, ne? Weil komplett heißt ja, du kannst beides wahrscheinlich. Keine Ahnung. Wir angeln mal ein bisschen. Ich hab einen guten Pro-Controller, der hat doch Bewegungssteuerung. Er sieht schon so ein bisschen aus wie du. Ja. Okay. Wie ist denn die Steuerung? Ja. Learning by doing, würde ich sagen. Ich bin weitergeworfen als du. Hat irgendwas gewackelt? Nee. Ausgezeichnet. Achso. Spammen, okay. Also. Hab ich nicht gesehen. Hartes Minispiel. Eine Sardelle. Ach nee, Sardine. Sardinien. Haarschwanz. Ha! Schwanz. So. Ist oben der Timer einfach? Wahrscheinlich, ne? Ja, also sollten wir halt die Punkte sammeln. Die Punkte werden zusammengezählt, das ist sehr nett. Oder. Ah, da ist ein Riesenfisch im Schatten. Oh, Moment, Ja, ich kann nicht zum Fisch legen. Siehst du die im Schatten? Die man sieht ja nämlich rumschwimmen. Okay. Ich bin auch Minispiele manchmal zwischendurch. Komm her! Alter, dann ist das vegan. Ist das vegan? Also, was wir machen? Ui! Wahoo! Da ist ein Fisch. Glaube ich. Sieht man? Ja, man sieht ihn so ein bisschen. Cool. Ich werfe einfach irgendwo hin. Ne. Das war nix. So, werfen wir hier hin. Also gut sieht man die auch nicht. Ich glaube, man. Okay, und du hast da was, sehr gut. Wir haben auch schon die Punkte zusammen. Zum Glück gut. Schon so, ne? Schade, Jamie nicht mitmachen darf. Dient ein Fisch. Gut. Sardine. Ja,
kann auch weiter nach hinten ballern hier. Oh. Kann ich auch das kreuzen, ganz schön lange Angel. Wir kreuzen die Schwerter. Sexy, aber. Oh, das ist ein Fürstatt letztlich. Drücke mal A, wenn es vibriert. Animal Crossing hat mich doch geschädigt, die 2 Minuten, die es gespielt hat. Das ja. Ja. Jeden Tag 10 Sekunden. Okay, aber da würde ich so früh A drücken und dann tauen die Schüsse wieder ab. Das ist auch so gut sein, da ist, ne? Ja, ja. Ja, wie Minispiel. Und je schneller man ist, desto besser. Was machst du denn da für ein Minispiel überhaupt? Ja, manchmal, wenn er so besonders harter Fisch ist, dann kommt da gleich was. Oh, ich hab gemeine Goldmakrele entwischt. Das wären 1500 Punkte gewesen. Damn, son. Oh, alles ist deiner, sorry. Ah ja, okay, wenn's rot wird, muss ich einfach nur aufhören. Jetzt hab ich da oben hab ich einfach noch nie beachtet, dass man da irgendwann aufhören muss. Ja toll, das ist auch schon hier. Ja, für dich ist die neu. Ja, wir haben gemeinsam einen Katalog gekauft. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Ich werfe immer an dieselbe Stelle. Komm, komm. Genau, da oben ist jetzt unser Symbol, oder? Wenn es rot ist, muss man aufhören zu drücken. Ja. Okay. Wahrscheinlich deswegen auch meine Goldmakrele halt abgehauen. Ja, den hatte ich doch schon. Ja, den Haarspann. Wenn so 3 Ausrufezeichen kommen, kommen wir mit so einem. Und das ist da oben noch nie gesehen, tatsächlich. Ja. Oder noch nicht drauf geachtet. Nein! Was? Ich hab doch aufgehört. Damn. Gotteslachs entwischt. Oh. Mein Leben. Okay, wenn es rot wird, dann einfach aufhören hier. Bin so enttäuscht von mir selbst. Oh mein Gott. Kaiserschnapper. Wie Zebras, das ist ein Kaiserschnapper. Oder noch einen Nahen. Nein, da bist du nichts mehr. Und drei Punkte. Ich hatte schon 1 Punkt. Komm, Zeit abgelaufen, aber ja. Mann, ich habe gerade noch vorhin den Fisch. Loser. Verfickte Scheiße. Große Bernsteinmakrele. Kackspiel, Mann. So. Das ist jetzt auch was Minispiel. Ich weiß nicht. Wahoo. Guck mal, Sardine, Tintenfisch. Sehr schön. 4 Schlüssel, ah ja. Das ist auch wichtig dann für das Anwesen. Danke, neue Level 5 oder was? Aktivitätenmenü. Also das ist einfach nur das Menü von diesem Spiel hier, ne? Das ist möglich. Ja gut. Ja. Da werden wir nur mal so eine Übersicht. Na gut, war nett? Ja. War tatsächlich ganz nett eigentlich, also. Ich glaube, die sind sauer. Hab schon reingegessen. Dass du nicht hingeguckt hast. Geil. Ich hab ein bisschen Rewe gekauft, weil ich kein Frittbegaben gab. Oh, willkommen zurück! Gut gemacht! Kein Problem. So, jetzt mal echt das Minispiel. Ja, dann schauen wir nochmal. Wobei, die Inseln da hinten sind auch noch ein bisschen sass. Na dann. Aber immer noch kein Minispiel gefunden, was irgendwie nicht angekündigt war, ne? Mhm. Vielleicht muss man es doch in der Reihenfolge machen. Kann gut sein, ne? Wow, das wollte ich nicht. Ah, ich kann reden. Alter, das war ein guter Drift von mir, ne? Okay. Das ist die Haarsteinbucht. Sie ist für den Fels, der aus dem Meer ragt und die Kette kleine Insel bekannt. Das ist der perfekte Ort für Stelle, Kurven, Sprünge und Tricks auf dem Jetboot. Meinst du, du schaffst das? Bis später. Okay. Ich weiß nicht. Ey! Jamie! Nein, Abbruch. Ich will. Okay, ich bumm's Jamie jetzt. Also, ich... Mann, Jamie! Aber, also, ich mach sie kaputt, wollte ich damit sagen. Boah, da geht's halt. Was ist denn los mit dir? Das ist nett hier. Ich fahr mal so ein bisschen rum und ich fahr einfach mal so ein bisschen hier lang und ich laufe hier so ein bisschen lang. Ja, warte, ich hab was... Da schläft irgendwie. Mann, das ist doch ein gutes Motiv für ein Bild, oder? Steig ja ab, du Huso, ich drück die falsche Taste. Kann man sprinten? Mit L3, ne? Auch nicht. Zettern? Eine Schildkröte. Ich glaube, du musst lange genug rangehen. Also du musst näher ranzoomen. Du kannst du halt. Oh, ich sterb gleich. Also wenn der Ring halt. Ja, du näher ranzoomen, bis der Ring halt gelb ist. Ah. Zum Tierfoto. Ich trinke übrigens gleich.
Aldabra Riesenschildkröte. Kann ich jetzt irgendwie ein Auto mir mieten? Ich glaube, das geht halt einfach noch nicht. Auto mieten. Dann laufe ich halt. Okay, ich kann aber zu der Hände machen. Macht gar nichts. Das sind keine Pokémon. Hm. So, Jamie? Das ist da. Das Spiel sieht aber besser aus als Pokémon. Ah, das war so was Switch gibt. Das hat ein Mii-Spiel, ne? Außer New Pokémon Snap. Das ist ja kein Pokémon-Spiel. Das stimmt. Zumindest kein Game Freak spielen. Ach ja. Oh, das näher ist, kommt das ja neuer Pokémon-Let's Play nicht. Das ist Jamies Wagen. Nein, ich will hier auf. Okay, du erkunden, ja. Karte, da ist die Karte. Jetzt fahren wir hier ein bisschen. Weil da warst du ja gerade. Ich will da mal an die Spitze da rein. Ich finde mir noch mal eine Schatztour. Ist ja auch mal ganz nett. So rennen wäre schon nett, ne? Und so vielleicht. Roller. Also naja, dafür gibt es ja Fahrzeuge, ne? Wir können irgendwann, können wir das Fahrzeug da immer her schieten. Per Konami-Code. Hier, oben, oben, unten, unten, links, rechts, links, rechts. Ja. Select. Hat nicht funktioniert. Lalala. Ja, ne? Ich würde sagen, Minispiel. Oder neue Folge. Kann ich schon mal hinfahren, auf jeden Fall. Das na ist gut, ein kleiner Weg. Das dauert ja vielleicht nochmal so ein bisschen. Ich will auch nur die Höhle fahren. Ups. Ich sehe schon jede Folge ein Minispiel. Das stimmt, oder? Dann wird es langes, dann wird es 45. Das sind ja 50 Folgen, das ist okay. Und ich glaube nicht, dass sie sich da irgendwann werden, auf jeden Fall mehr machen. Nee. Aber wir werden auch ein bisschen rumdümpeln, ne? Also von daher, so ein Minispiel pro Folge wäre ja okay, sagen wir mal so. Da hätten wir 50 Folgen, so. Kann man ja machen. Oh boy. Wenn wir die halt auch füllen, ne? Oder einfach rumblöde. Da ist jemand. Ist das Jamie? Ist hier ein Geheimeingang? Das ist Jamie, ne? Ja, du hast ein Geheimnis gefunden, cool. Ja, fall wieder rein. Kannst reinspringen. Nein, ich will mein Jetboard machen. Kannst springen, also mit dem Jetboard springen. Ach ja. Und das ist ja erst nach dem Ausgang so ein bisschen tatsächlich. Ja, denke ich mir auch. Aber ein bisschen rücklaufen und reinspringen sollte funktionieren. Jetzt guck, Jamie. Rückwärts! Hallo? Ich hänge ihn fest oder so. Okay, aber kann das Ding nicht rückwärts? Ne? Doch. Ne, kann nicht rückwärts tatsächlich. Okay. Oh, wow. Ja, okay. Und wie lag auf der auf der Wii, so auf jeden Fall. Aber jedenfalls auf der Wii-Version ist es dann so, dass dann Leute lachen halt dann auch gerne so halt Lachen versteckt sind. Und ich krieg mal halt jetzt irgendwie eher gerne mal hinterhergeschmissen. Angeln und Dingsbogen springen. Theoretisch, wo ist denn, das war jetzt irgendwie ein bisschen enttäuschend. Das Hauptquartier von der Ollen. Das war ja auch irgendwo im roten Punkt, glaube ich. Oh! Was ist das hier? Heieiei, Bungee, oder? Viel zu groß hier, warte mal. Das wäre mal so scheiße, das ist voll. Gott, verdammte. Die Fledermäuse will ich haben. Ja. Wir haben schon angekündigt für die nächste Folge. Der nächsten Folge werden wir hier mit diesem Typen reden und dann diesen Schatz da rumholen. Und wer schafft in der nächsten Folge noch zwei Minispiele? Weil eigentlich haben wir jetzt auch schon viel gesehen von der Welt. Moment. Dann machen wir ein bisschen Druck. Jo. ich kann auch eben konnte ich auf dem Moped. Wir müssen komplett stillstehen, genau. So, ranzoomen und dann ein Foto. Sehr schön. Gut, Leute, dann. Bis zum nächsten Mal, ihr Wichser. Tschüss. Ciao. Ich sollte auch zur Aufnahme Wegtaste drücken. Ja.